Und damit ein herzliches Willkommen zurück zur SeaTex Magic World. Ja, willkommen zurück, meine Lieben. Und zwar befinden wir uns jetzt in SeaTex Magic World 1.3. Und es gab ein Update von ein paar Mods und die wurden jetzt reininstalliert. Besonders Advanced Genetics hatte da wohl noch einen Fehler mit dem Mikroskop. Das sollte jetzt hoffentlich behoben sein in der neuesten Version. Und wenn ihr eure Welt startet, dann bekommt ihr auch eventuell den Fehler, dass sich die ID 261 gechanged hätte. Das ist die ID des Bogens und da hatte Advanced Genetics Zugriff drauf. Die haben jetzt aber einen eigenständigen Bogen und dementsprechend brauchen sie den Zugriff nicht mehr auf den Standard-Vanilla-Bogen. Und da könnt ihr eigentlich bedenkenlos einfach auf Yes drücken und eure Welt sollte dann ganz normal laden. Also da jetzt keine großartigen Sorgen machen, dass dieser Fehler dort auftaucht. Einfach mit Yes bestätigen und eure Welt lädt dann ganz, ganz normal. Wie gesagt, andere Mods habe ich auch noch mit rein geupdatet, wo halt noch ein paar Bugfixes mit behoben werden sollten. Wir schauen einfach mal, wie es läuft. Ich habe ein bisschen getestet, also mir sind keine großartigen Fehler bis jetzt aufgetaucht. Und dementsprechend habe ich das Update jetzt auch dementsprechend dann freigegeben. So, jetzt mir ist aufgefallen, wir haben gar keine Waffe mehr. Denn, wie gesagt, ich habe ein bisschen dort hinten, ihr seht schon, ich habe da eine Wegmarke hingesetzt bei der Farm, das Land geebnet. Da sind auch einige Schaufeln noch durchgegangen. Die musste ich mir dann auch mal wieder hierher laufen, neu erstellen. Und ich brauche noch ein bisschen Essen wieder. Das ist auch mittlerweile ausgegangen. So. Da werden wir übrigens gleich auch nochmal ganz kurz hinlaufen. Da werde ich euch mal ganz kurz zeigen, was sich dort geändert hat. Aber erstmal ganz kurz hier eben... Wow. Was war das? Ach, das ist eine Wisp. Okay. Das gleich wollte gerade sagen. Was war das denn jetzt, bitteschön? Wir haben keine Level wieder. Also das ist... wir brauchen echt größere Felder, dass wir da auch mal ein bisschen Glück haben. Dass wir da mal das ein oder andere, die ein oder andere Lovely Güsal dann auch mal rausbekommen. Momentan haben wir echt Pech, muss ich sagen. Aber gut, okay. Das sollte erstmal hier reichen mit dem Essen. Wir brauchen eine neue Waffe, habe ich gesagt. Denn wir wollen heute ein bisschen auf Tour gehen und die Welt ein bisschen erkunden. Hatte ich auch, glaube ich, schon in der letzten Folge angekündigt, dass ich das machen werde. Und deswegen werden wir das gleich auch machen, wenn wir mal eben finden, wo wir unsere schönen Four-Sticks haben. Ich glaube, wir haben keine mehr, oder? Habe ich die alle aufgebraucht? Ich musste mir immer wieder mal eine neue Schaufel machen. Kann sein, dass ich alle Sticks aufgebraucht habe. Bin ich mir jetzt gerade unsicher. Müsste aber wahrscheinlich so sein. Okay, egal. Machen wir uns ein paar neue. Oder ich habe sie in irgendeine Kiste wieder gelegt, wo ich es nicht weiß. Aber egal. So, ein neues Schwert. Da könnte ich auch mal gucken, ob wir hier eine neue Verzauberung für Schwerter übrigens haben. Ah, wir hätten zum Beispiel hier den Pfeil und das Spinnenauge. Das geht auch, glaube ich, auf Schwert. Das ist, glaube ich, Glasscherben oder pulverisiertes Glas. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Und das sind natürlich Spinngeweben. Die sind aber eher für Werkzeuge, also für alle diejenigen, die sich gerade hier so fragen, was ist. Crafting Table ist schon freigeschaltet? Ah, das könnte mit der neuen Version sein. Ah, das ist interessant. Also ich habe es nicht drauf gecraftet, sondern ich habe auch Dartcraft geupdatet. Wahrscheinlich wird das jetzt automatisch freigeschaltet, denn da musste man sich früher sonst immer mit, ich glaube, auf Item Cards draufzaubern. Und ich glaube, in der neuen Version ist das automatisch freigeschaltet, weil weil das kein Bestandteil mehr ist, um aufzuleveln. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool, dass sie das geändert haben. Gut, was können wir sonst drauf machen? Eine Chlor, würde ich sagen, machen wir drauf. Machen wir uns ein oder zwei Pfeile drauf und eventuell ein Spinnenauge. So, mal gucken. Eine Chlor bewirkt, glaube ich, mehr Damage. Der Pfeile verursacht, glaube ich, Blutungsschaden. Machen wir zwei drauf. Und dann ein Spinnenauge. Bin ich mir jetzt unsicher, ob wir welche überhaupt haben. Da müssen wir mal echt gucken. Spinnenaugen. Haben wir... Ah, da haben wir da wirklich ein Spinnenauge haben wir noch. Da müssen wir mal gucken, dass wir ein paar Spinnen mal wieder killen. So, dann versuche ich mal, uns ein neues, schönes Schwert hier herzustellen. Dann daten wir auch gleich mal unser Buch ab. So, und zwar brauchen wir dafür 4 Level. Wow, wird mal ein bisschen teuer hier, aber okay.
So, jetzt haben wir auch wieder ein schönes Schwert. Die Sticks könnte ich mal ganz kurz ablegen. Und wenn das fertig ist, dann werden wir uns mal ein bisschen auf Tour begeben. Zum einen erstmal zur Farm, wie gesagt. Da möchte ich euch nur kurz zeigen, was bis jetzt dort geschehen ist. Da muss ich noch ein bisschen weiter dran arbeiten, wie gesagt. Da fehlt noch einiges. Da ist bis jetzt nur das Land sozusagen umgegraben. So, jetzt haben wir hier doch ein richtig schönes Schwert. Bane, Damage 1 und Bleeding 2. Sehr cool. Mal gucken, wie viel Schaden das dann gleich macht. Auf und davon. Hier soll übrigens von hier ungefähr hier runter hier ein Weg gelegt werden, der denn hier so ein bisschen rumführt. So ein kleiner Wanderweg, nenne ich es mal. Oh ja, und hier übrigens unten drunter habe ich Folgendes festgestellt, wo wir gerade hier mal dabei sind. Da ist Sunstone von Aris Magic. Da müssen wir mal die Lava mal da wegmachen. Dann können wir uns den auch abbauen. So, und so sieht das Ganze hier jetzt mittlerweile aus. Wie gesagt, das Ganze ist hier jetzt angeebnet worden. Hier sind auch noch ein paar Sachen drin. Wie gesagt, hier musste ich noch gegen Monster kämpfen. Hier liegen sogar noch ein paar Force Shards drin. Und hier war ein kleiner Berg hier ganz hinten am Ende. Den sieht man auch schon gar nicht mehr. Ist schon alles wieder zugewachsen. Also der stand ungefähr hier, glaube ich. Den habe ich komplett abgetragen. Und wie gesagt, sonst eigentlich großenteils hier das Ganze aufgefüllt ein bisschen. Und jetzt sieht das eigentlich doch relativ hübsch wieder aus. Und hier vorne soll dann eventuell hier so ein kleines, so ein kleiner Schuppen oder so eine Scheune hin. Und hier nach hinten hin sollen dann die Felder hinkommen. Wie gesagt, da muss ich mal gucken, wie wir das Ganze dann einrichten. So, aber wir wollen uns auf Tour machen. Und ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Wir könnten entweder nach unten laufen in das Schneegebiet. Und im Schneegebiet sieht man eigentlich relativ gut die Tower. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal Richtung Süden und gucken einfach mal, was wir im Süden denn so Schönes finden. Ich hoffe, dass wir einiges Gutes dort finden. Unterwegs könnten wir vielleicht ein paar Schweine killen. Bin ich mir jetzt gerade hoch unsicher, ob wir das machen sollen. Egal, wir machen es mal. Kriegen wir noch ein bisschen was zum Essen mit. So, komm her, Schweinchen. Oh, hier stehen aber eine ganze Menge. So, da haben wir Pumpkins. Pumpkins könnten wir doch mal mitnehmen, die haben wir noch nicht. Auch wenn wir die vielleicht nicht noch anpflanzen werden unbedingt, aber immerhin, ein paar Pumpkins kann man immer gebrauchen. Puh, hier sind aber echt viele Tiere gerade. Nehmen wir doch alle mal glatt mit. Die Schweine kann man, glaube ich, oder das Pork an sich kann man, glaube ich, auch wieder in Speckstreifen umwandeln von Dartcraft. Ich glaube, das funktioniert dann auch über den Furnace mit dem Grind, mit der Grind-Funktion. Müssten wir mal gucken. Deswegen, ich sammle das mal jetzt einfach mal mit ein. Und dann schauen wir mal später, ob wir das irgendwie hinkriegen. Boah, wie viele Schweine hier auch einfach nur mal so stehen. Ist ja Wahnsinn. Ist der Wahnsinn. Aber das Schwert, das geht schon ab. 8 Damage ist doch ganz in Ordnung. Kann man eigentlich relativ gut mit leben. Und das sogar unkritisch. So. Hier, da haben wir doch ein Soundcraft Totem. Und da steckt doch eigentlich immer eine Aura Note drin. Da könnten wir doch einfach mal ganz kurz ein bisschen erkunden gehen. Scheinbar haben wir nicht genügend Wissen, um das uns anzueignen. Schade eigentlich. Müssen wir uns mal merken, dass der hier steht. Dann gehen wir mal weiter. Vielleicht finden wir sogar noch ein paar andere Aura-Notes. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Die könnten wir uns dann auch dann mal lernen. So, jetzt kommen wir in das Schneegebiet. Und da hier vorne hört das Schneegebiet auch schon fast wieder auf. Okay. Hier mal reingucken. Da sehe ich auch nichts Großartiges drin, dass es lohnt, da reinzulaufen. Es könnte jetzt ein klein bisschen laggen, weil wir jetzt wieder in ein neues Territorium kommen, was hier noch nicht entdeckt ist. Aber... schauen wir mal auf die Map. Sehen wir etwas Schönes? Da hinten sehe ich auf jeden Fall eine Schlucht. Oh, das könnte eventuell was sein. Ein Augenblick. Laufen wir mal in diese Richtung. Ah, das ist von Witcherycraft, glaube ich. Ne? Das ist dieser komische Steinkreis der Hexen. Genau, das ist hier dieser Witcherycraft kleine, was auch immer das hier darstellen soll. Und hier ist auch immer was drin. Ah, okay. Das ist doch schön. Kann man mitnehmen. Safari-Netz. Könnten wir vielleicht noch ein oder zwei Monster einfangen. Ah, da vorne waren noch gerade noch Schweine. Dann könnte ich die noch einfach damit einfangen. Das sind ja Single-Use-Safari-Netz.
So, nehme ich die doch einfach mal eben kurz und fange mir hier noch ein paar Schweinchen mit ein. Einen Augenblick. Nummer 1 und Nummer 2. Haben wir auch noch zwei Schweine für unsere kleine Farm. So, jetzt gucken wir mal weiter, was wir sonst noch hier finden. Da sind noch mehr Schweine. Also irgendwie hat die Welt gerade so ein bisschen mit Schweine generieren. Huch. Kleiner Leck. Hat er wieder wahrscheinlich gerade die Welt generiert. So. Da noch ein Schwein. Komm, gib mir das schöne Pork. Oh, wie viele Schweine hier stehen. Das ist Essen en masse. Oh, und da ist ein Dorf. Okay, Schweinchen, ich lasse euch mal ganz kurz ein bisschen in Frieden. Ich sehe da gerade ein Dorf auf der Map und da werden wir mal hingehen. Mal gucken, was wir in dem Dorf vielleicht so Schönes finden. Eventuell haben wir ja einen Schmied oder so. Oh, und hier gibt es eine ganze Menge Kartoffeln. Oh, hat er mich gerade erschrocken. Oh, die sind ziemlich laut. Da muss ich vielleicht nochmal ganz kurz ran und das vielleicht dann in-game später, beziehungsweise im Video, dann ein bisschen leiser schalten für euch. Oh, die sind richtig nervig. Was wir auf jeden Fall mitnehmen, ist hier die Bücherregale. Die sind auf jeden Fall wichtig. Da gibt es eine ganze Menge Bücher, kostenlose. Die würde ich ganz gerne mitnehmen. Wow, was ist das? Ein Schiff. Cool. Da gucken wir gleich auf jeden Fall mal rein. Ein cooles Schiff. Und das liegt hier schön am Strand. Das sieht ja richtig geil aus, als wenn das hier irgendwie auf Grund gelaufen wäre. Beziehungsweise, das sieht hier richtig cool aus, als wenn diese Dorfbewohner hier sozusagen entweder A, angegriffen werden von Piraten, oder als wenn die hier sozusagen mit ihrem Schiff gelandet wären und hier ein Dorf gegründet hätten. Wie geil ist das denn mal? Das ist ja mal richtig cool. Also die Map gefällt mir immer mehr. Richtig coole Sachen, die hier entstanden sind in der Generation der Map. So, aber erstmal hier ganz kurz alles Mögliche an Weizen und Kartoffeln und, oh, da sind sogar Karotten, noch ein paar mit dazwischen. Cool. Haben wir das auch. Sehr schön. Kann man immer gebrauchen. So, aber jetzt erstmal geguckt. Da sind, haben wir ein paar Schafe. Dann könnte ich mir ein Bett bauen, um wieder Tag zu machen. Oh, wie cool sieht das denn einfach mal eben aus. Das sieht wirklich so aus, als wenn die hier auf Grund gelaufen sind. Und, sehr, sehr cool. Das Schiff sieht auch sehr, sehr geil aus. Ein bisschen breit für meinen Geschmack, aber ansonsten doch relativ nett gelungen. Ist nur die Frage, wie kommt man da rauf? Ich brauche unbedingt ein Bett. Unbedingt brauche ich ein Bett. Jetzt kommen hier schon die ganzen Zombies und versuchen hier das Dorf anzugreifen. Ah ja, genau, Bane. Richtig, Bane kann man die Fähigkeiten, glaube ich, von den Monstern, wie zum Beispiel bei Spinnen, kann man... wenn man die damit schlägt, dann können sie zum Beispiel nicht mehr, glaube ich, hochklettern, oder? War das so? Oh, guck mal. Oh, der verwandelt sich in einen kleinen Zombie. Okay. Wie cool ist das denn, ein Baby-Zombie? So, aber ich melde erstmal ganz kurz. Und zwar hier ganz kurz ein paar Schafe killen. Wow, wie viele Tiere hier einfach mal stehen. Wahnsinn. Das kann ja gar nicht was sein, dass hier so viele Tiere auf einmal stehen. So, alle Sachen mal mitgenommen. Und Creeper dürften theoretisch, glaube ich, nicht mehr explodieren können. Cool. Interessant, interessant. Okay, auf geht's zurück in die Stadt. Dann müssen wir uns mal ganz kurz eben ein Bett machen, uns kurz hinlegen. Und dass wieder Tag ist. Und dann werden wir uns dieses schöne Boot, Schiff, was auch immer es darstellen soll, ich schätze mal, es soll ein Boot sein, einfach mal gleich angucken. So, haben wir... Wir haben kein Holz mit dabei. Das heißt also, ich muss mir auch hier noch ein bisschen Holz klauen. Oh Mann. Das werfe ich mal ganz kurz eben hier weg. Da werde ich mir mal ein paar Holzblöcke hier besorgen. Und da muss ich mal ganz kurz gucken. Wo war denn das Haus mit dem... Wow, 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 wow. So, jetzt kannst du, glaube ich, nicht mehr klettern. Wow. Stirb. Stirb, stirb. Auf. Wo haben wir das, die Workbench, Wie sieht's denn hier aus? Ah, hier ist eine Workbench. Sehr schön. Gut, drei davon und drei davon gibt uns das Bett. Oh, ich glaube, die werden hier gerade angegriffen. Nein, nicht unsere schönen Dorfbewohner hier killen. So, alles zu. Licht angemacht, das Bett kurz aufgestellt. Und dann kann ich mich... Oh, ich kann mich hinlegen. Sehr schön. Oh, gut, gut, gut.
Dann haben wir jetzt wenigstens wieder Tag. Falls ich sterbe, spawne ich jetzt wieder am Spawn, weil ich das Bett abgebaut habe. Ich Dummerchen, ich Dummerchen. Ach Mann, okay, dann lasst mich einfach hier raus. Egal. Wir können jetzt aufs Schiff gehen und wir müssen aber vorher erstmal was essen. Und ich sollte mir vielleicht auch eine Kiste bauen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Haben wir unsere Force Wrench denn wenigstens dabei? Die haben wir dabei und wir haben sie auch aufgeladen. Das ist schon mal wenigstens ein gutes Zeichen. Beziehungsweise ich kann die mal einfach hier mit reintun. Das kann hier bleiben und das legen wir da mal mit rein. Dann machen wir wie folgt uns einfach mal eben schnell hier eine Kiste, indem wir einfach mal dieses Haus hier ein bisschen auseinandernehmen von den werten Herren. So, wie viel haben wir? 15, brauchen noch einen mehr. Geht mal her. Ach, ihr Zombie-Lines. Sterbt einfach. So, her damit. Dann bauen wir uns zwei Kisten. Einen Augenblick. So. Eins und zwei. Und dann machen wir das wie folgt. Wir stellen einfach eine Kiste einmal kurz eben auf. So, und da lege ich mal ganz kurz eben alles rein, was wir hier gerade so gefunden haben. Das, das, das und das. Das kann da noch mit rein. Das und das kann da mit rein. Das Bett lassen wir noch eben hier. Die Träne kann weg. Das sollte eigentlich soweit reichen. Und dann machen wir einfach so und schon haben wir alles gesaved. Sehr schön. So, jetzt haben wir wieder was ganz kurz was essen und dann können wir da mal eben an Bord gehen. Mann, interessant, interessant. Also das sieht wirklich richtig cool hier aus. Ich muss ja sagen, also die Generation dieser Welt, die gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, wir können hier... Oh, wir können hier von hinten in das Boot rein. Okay. Wow. What the fuck? Der hat einfach mal ein Gewehr. Wow, wow, wow. Oh, was hat der für ein Schwert? What the fuck? Wow. Da muss ich doch mal ein bisschen rennen hier. WTF, der hat ja mal ein Riesenschwert. Das sieht auch relativ cool aus. Ist das TNT? Wow. Hat er doch einfach mal ein Gewehr. Ah. So, den haben wir, glaube ich, gekillt. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, dass wir den mit seinem Schwert da auch killen. Gut, dass er Blutungsschaden jetzt nimmt. Dann können wir immer mal wieder hinrennen und wieder wegrennen. Oh, wie viele das einfach auch mal sind. So. Kommt her, kommt her, kommt her. Oh, macht ihr Schaden, macht ihr Schaden. Ein Augenblick. Eben schnell wieder was gegessen. Autsch. Das ist gemein, die haben Schusswaffen. Oh. Blutet zu Tode. Oder auch nicht. So, wir müssen ein bisschen warten, dass wir unser Leben wieder regenerieren. Vier Stück sind das. Meine Güte, die Herren. So. So, ein bisschen um ihn rumtanzen. So, den haben wir schon mal. Und die werden jetzt auch gleich tot sein. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Das war doch relativ gut. Da gibt es ein paar Kekse umsonst. Aber ansonsten, da sind auch noch ein paar Kekse gefallen. Sehe ich nichts. Aber die Kekse sind sehr, sehr gut. Die können wir dann wieder für unsere Fortune, Sachen benutzen. Da sind ein paar Creeper natürlich, wie auch immer. Ah, so, komm. Du auch noch eben schnell. Sehr schön. Oh Mann, da ist noch ein Creeper. Komm. So. Sehr, sehr schön. Ah, wie viel da einfach drin steht, einfach mal eben kurz. Erstmal wieder was essen. Da kommt noch ein Creeper. Wollt ihr mich trollen? So, komm her. Das ist ja ein Riesenboot, ist das hier. Machen wir hier ein bisschen Licht. So, hier kann jetzt nichts mehr spawnen. Das kann er mir jetzt nicht mehr sagen. Schauen wir mal. Wie machen wir das dann am besten hier? Wir brauchen ein paar Blöcke zum Abbauen. Okay. Wir werden es einfach mal ganz kurz eben so machen, dass ich hier ein Stück von dem Boot abbaue. Und dann wie folgt... Baue ich das hier mal eben kurz zu. Wow. Wie viel hier einfach mal drin steht. Interessant, interessant. Kommt hier gerade irgendwie ein Skelett? Habe ich irgendwie das Gefühl. Ich höre jedenfalls eins.
Okay, wie machen wir das? Wir könnten mit unserem Zauber, könnten wir die hierher schießen. Und dann könnten wir sie versuchen zu killen. Haha, ein Treffer. Na komm her. Wow, ach, der hat auch natürlich eine Schusswaffe. Natürlich, war ja klar. Aber die könnten jetzt, müssten eigentlich theoretisch, nee, die kommen nicht. Warum kommen die denn nicht? Die sind einfach zu klug, ne? Wulala. Die sind zu klug. Sie kommen hier nicht her. Kommt her. Ah, da ist einer. Einer ist gekommen. Wow, das ist aber eine ganze Menge jetzt. Aha, blutet. Au, ouch, ouch. Nicht mit deinem Gewehr, das ist gemein. Ah, die trinken alle, das ist... Ah, diese Schusswaffe ist echt übel. Die macht richtig gut Schaden. Was kann man da am besten gegen machen? Ich weiß es noch nicht. So, der kriegt erstmal natürlich wieder Blutungsschaden ab. Ah, aufpassen, aufpassen. Der mit seiner Schusswaffe laufe ich natürlich immer wieder rein. So, dem geht's auch nochmal einen Hit. Warum laufe ich da die ganze Zeit rein? Warum, warum, warum? So, hier kann man auch nicht weiter, okay. Gucken wir nochmal ganz kurz. Ah. So, und der stirbt jetzt wenigstens, okay. Wisst ihr was? Wir machen das wie folgt. Wir werden einfach uns... Wir werden uns nicht ergeben. Kommt her. Ah, so. Auf. Auf und davon. Auf und davon. Ah. Puh. Das war schon, schon heikel. Ah. Ah. Geh weg mit deinem Gewehr. Geh weg mit deinem Gewehr. Ah, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ihr macht zu viel Schaden. Ihr macht einfach zu viel Schaden. Na, der hat schon wieder ein Gewehr. Nein, nein, nein. Von wegen, von wegen, von wegen. Oh, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Wir brauchen unbedingt unseren Heal-Zauber. Wir brauchen unbedingt unseren Heal-Zauber. Das geht gar nicht. Wir nehmen einfach so viel Schaden. Aber so langsam komme ich dagegen an. Boah, schon wieder 4 Stück. 4 Stück. Auf. Au, ah. Einfach dieser Damage von dieser Waffe ist übelst. So, ausgetrickst. So, die setzen sich da unten hin und... Ey, ihr sollt mit mir kämpfen und nicht diskutieren. So geht's aber nicht. Wir laden uns ein bisschen auf und dann werden wir mal mit der Magie einfach da... Huch, falsche Taste. Einfach mal reinschießen. So, wie viel haben die denn? Ah, die haben noch genügend Leben. Die werden wir wahrscheinlich nicht mit dem Cast hier umbringen können. Aber ich werde einfach mal 2, 3 Bowls draufschießen, um einfach ein bisschen Erfahrung zu bekommen. Ach, irgendwie hat er keinen Bock auf die Magie zu reagieren. Egal, so. Komm, ah. Da hat er natürlich wieder eine Knarre. Gib mir mal einfach deine Knarre. Wäre gar nicht mal so... Nein. Von wegen. Hier diesen Heiltrank trinken. So weit kommt's noch. So, jetzt haben wir einen Heiltrank. Nutzen wir den einfach mal. Hm, lecker Heiltrank. Wow, wie viel der einfach regeneriert, so ein Heiltrank. Das ist einfach nur übel. Bräuchten wir nicht mal ein paar mehr von. So, jetzt haben wir das halbe Boot hier schon mal ausgeklärt. Könnte ich mal hier den... Ah, jetzt könnte ich den mal killen, ganz kurz. Ah, wunderbar. So, das heißt also, hier haben wir es jetzt erstmal relativ clean. Oh, wie das Essen auch einfach hier runterrennt. Ich hoffe, wenigstens bekommen wir was Gutes von den Sachen hier. Jetzt noch, haben wir noch eine Reihe von den Typen da hinten stehen. Oh Mann, unsere Rüstung geht auch langsam dahin. Ich esse nochmal was, ganz kurz. So. Jetzt müssen wir gucken, wie wir die da jetzt austricksen. Wahrscheinlich genauso, wie wir die anderen ausgetrickst haben. So, jetzt kommen sie. Uah. Das sind einfach nur gemein, die Dinger. Na komm. So, den habe ich auf jeden Fall angehittet. Einen Schaden habe ich an dem gemacht. Wirklich? Wirklich. Ganz kurz mal einen Block hier. Machen wir das Ganze mal so. Versucht den mal hier reinzuloggen. Die wollen auch nicht kommen, ne? Irgendwo ist hier doch ein Skelett. Oder sitzt der da oben auf dem Schiff drauf? Wahrscheinlich, ne? Wir sind noch in der untersten Ebene. Wenn ihr mal guckt, wie groß das Schiff an sich eigentlich ist, ne? Das ist ja Wahnsinn. Wann soll ich denn die alle killen? Oh mein Gott, da bin ich ja noch 4, 5 Folgen mit beschäftigt, bis ich hier alles durch bin. Und unser Schwert, guckt einfach mal, wie kaputt unser Schwert schon fast wieder ist. Oh mein Gott.
Okay, es nützt ja nichts. Irgendwie muss ich die besiegen. Irgendwie müssen wir das schaffen. Auf geht's! Wow, was? Ah. Okay, jetzt haben wir die auf jeden Fall schon mal gelockt. So, jetzt legen wir das ganze Ding hier wieder hin. Ich hoffe, dass die jetzt hier reingelaufen kommen. Ah, der erste kommt schon mal. So, ah, der trinkt natürlich jetzt erstmal seinen Trank. Wow, heilt der etwa die mit dem Stab? Das klingt hier... Das klang gerade so, als wenn der... What the fuck? Der heilt die mit dem Stab. What? Pirate Healer. WTF. Der heilt die. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt es nicht. Na super, jetzt haben wir auch noch einen Healer da. Als Gegner. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr nice. Wird ja immer besser hier mit denen. Ich glaube, wir müssen fast schon ein paar... Ah, ne, wir haben noch ein paar Raceberries. Essen wir die noch erstmal. Hey, das ist ja gemein. Ich muss erst diesen Healer irgendwie ausschalten. Ah, damn. Von hier aus erwische ich den nicht mal. Irgendwie. Wie mache ich das denn? Selbst kann er sich nicht heilen, ne? Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Na. So, jetzt komm mal hier hoch. Genau. Nein, bleib doch hier. Genau. Komm her. Nimm noch ein bisschen Schaden. Nimm doch ruhig ein bisschen Schaden. Genau. Kommt her, Jungs. Hierher. So. Weg mit dir. Und jetzt als nächstes kommst du dran. So, und jetzt kommst du dran. Nein, nein, mach kein Damage. Kein Damage. Wow, da hat wieder einer eine Schusswaffe. Super, toll, toll, toll. Erstmal wieder ein bisschen beruhigen. Aber den Healer haben wir jetzt ausgeschaltet. Ich hoffe, da ist nicht noch so ein Healer erstmal. Auf jeden Fall stehen erstmal ein paar von den normalen Soldaten. Die können wir relativ... Ah, aua. Ganz einfach erledigen. So, erstmal so viel Schaden machen, dass sie ihre Heilpots aufgebrauchen. Ah, der hat ein Schild. What the fuck? Der hat ein Schild. Oh nein. Ah, der schießt wieder mit seiner Kanonenkugel. Ich hab immer so das Gefühl, dass die hier gerade irgendwie... Ah, ouch, 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 ouch. Ah, komm, stirb. 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 Ah, Glück gehabt. Glück gehabt. Ich glaube, dieses Blockschild, mit dem Schild blocken, füge ich mir, glaube ich, selber Schaden hinzu, oder? Kann das sein? Ich glaube schon. Ah. Sehr, sehr krass hier gerade so ein Boot. Also, wir haben die erste Ebene, haben wir jetzt erreicht. Auch wenn ich ein bisschen irgendwie... Das glaube ich ein bisschen verkackt habe, aber okay. Dort oben kommt schon wieder der nächste. Und ich glaube. Wow! Hier ist TNT überall drin. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir das ganze Boot noch irgendwie in die Luft jagen tut, wenn ich hier irgendwie was falsch mache. Einen Augenblick. Ich muss mal ganz kurz. Ach nee, ja gut, klar. TNT macht ja auch eigentlich Sinn in einem Boot, soll wahrscheinlich die Munition und Kugeln und den Schwarzpulver wahrscheinlich darstellen. Ich wollte gerade sagen, ist das eine Falle oder so, dass mir das jetzt hier alles in die Luft jagt, aber nee, scheint einfach nur, dafür da zu sein, um so ein bisschen das Sprengpulver darzustellen. Okay, sehr cool. Wenn wir mal was sprengen wollen, Jungs, wir haben eine ganze Menge Sprengstoff. Okay, sehr cool. Also, wir haben die erste Ebene hier von dem Boot erreicht. Ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir mal versuchen, dass wir die nächste Ebene dann jetzt fertig bekommen. Ich werde mal das Bett von hinten holen. So. Ich werde das Ganze hier mal abschließen an dieser Seite. Werde das Bett dann... Obwohl, wir müssten eigentlich ein neues Schwert haben, ne?
Oh, ich lege das Bett trotzdem mal erstmal hier hin. Und dann werde ich mal ein paar von den Holzblöcken hier abbauen und werde mir da gleich eine Barriere eben kurz hinsetzen. Hier scheinen aber auch ganz normale NPCs drin zu sein. So wie man es von oben jetzt gerade hört. So, da kommt man jetzt, glaube ich, nicht durch. Sehr schön. So soll das sein. So, wir sind eigentlich relativ gut vorbereitet. Wir haben noch ein bisschen, können wir noch mit dem Schwert aushalten. Solange würde ich es noch ein bisschen ausprobieren. Und dann werde ich nochmal zurückkehren und ein neues... Da hinten ist, glaube ich, noch ein Schiff, wenn ich das auf der richtigen... Nee, das ist ein Battle Tower, glaube ich, oder? Ist das ein Battle Tower? Einen Augenblick, ich muss mal ganz kurz hier eben nach draußen gucken. Oh, das ist echt ein Battle Tower. Und das ist, glaube ich, ein Battle Tower, der nach unten geht, anstatt nach oben. Ah, interessant. Also hier haben wir noch echt einiges zu tun. Aber okay, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat diese Battle-Folge ein bisschen gefallen. Ja, ja, seid da oben ein bisschen ruhig, Jungs. Und ich hoffe, beim nächsten Mal bin ich noch ein bisschen akribischer und aggressiver bei den Monstern. War halt ein bisschen vorsichtig, glaube ich, oder? Da oben steht auch schon wieder einer, Pirat. Aber muss auch vorsichtig sein. Wenn ihr seht, das waren 5-6 Stück immer. Das ist nicht gerade einfach, also... Ich glaube, ich habe mich relativ gut geschlagen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erst einmal. Ciao.